So, jetzt geht's los. Die Pistol Round auf Overpass. Smoke Doppelflash bei Kazuya und wächst. Verzichtet auf große Pistols, auf Granaten und auf das Defuse Kit. Geht auf 5x Kevlar. ESG mit einem 4-Mann-B-Aufbau. Quicks etwas offensiver. Na, bekommt ein paar erste wichtige Infos. Den ersten Schaden mit. 6 HP runter. Maki, sie pushen rauf Richtung Spot, Richtung Barrels, Wasser. Und es gibt den ersten, den zweiten Entry. Dann erst kommt der Trade von Vanity und Jaser. Und das ist ein 2 gegen 1. Jetzt die Überzahl. Crispy allein gelassen. Na, liegt hinter Monster. CT steht, kurz steht, Crispy, peakt mal, ist gespottet worden. 80 HP, 1 gegen 1. Vanity versucht mit ihm zu spielen. Na, aber Crispy. ESG. Das kann sich doch mal sehen lassen. Doppel MP9, Doppel Deagle, 5-7, wächst in der Anti-Eco. Stellt sich Connector close, gibt's eine erste Granate rein. Kazuya pusht da offensiv mit der MAC-10. Oh, Quick zu dem Vorteil. 30 HP left, Crispy VB mit dem ersten Entry auf dem B-Spot und da pusht er weiter rein, Granate gedingt, die finisht ihn und es ist Vanity auf Short, die Überzahl für die Schweden. Snyder, Kolor, eine AK, eine MAC-10. Und wohin möchte man das Ganze aufhören? Weiß, auf B hat man durchaus Schaden ausgeteilt, Vanity auf 19, Piff auf 70 und Jaser pusht den Connector durch. Ah, sie haben erstmal keine Infos. Sie wissen nicht, wo ESG aufbaut. Piff, kurz. Auch riskiert ein kleiner Blick. Ist nicht gesehen worden. Bleibt kurz etwas offensiver stehen und sie siegen sich beide über lang durch. Snyder, Kolor. Das wird die zweite AK, hat man gehört. Und Jaser pusht schon von hinten durch. Und da haben sie aktuell keinen Fokus drauf. Jetzt kommt er auf die Long Distance. Jaser mit einem, kein Schaden eingesteckt. Oh, Snyder, mein Single 3. Spaydown sitzt gerade so. Da reicht ein einziger Shot. Und das ist der direkte 1-1-Ausgleich. Wächst Gaming. Lässt ESG nicht davonziehen. Pistols, Kevlar, eine AK bei Kolor. Ah, gibt immerhin den ersten Vorteil für Crispy. Piff mit einer Granate rein, wenn ich mit dem ersten Trade. Aber weiterhin die Überzahl. Bombe ist down. Ah, B-Spot gehört immer noch wächst und ESG kommt kurz einfach nicht durch. Kolor raus, die AK weg. Maki kann sie vielleicht recovern. Jawohl, schnappt sie sich. Vanity schaut links, schaut rechts. Snyder die Überzahl rausgeholt. Oh, das ist knapp. 20 HP bei Vanity. Auch Maki versucht zu überlangen. Oh, und dann wird die AWP in die Hand. Oh, ist das bitter. Sie hatten so eine gute Chance gehabt. Aronix. Und daraus resultiert erstmal die Pistol Eco Round. P250 ist ein Deagle. Quicks mit der Shotgun in der Mitte. Ah, gedoppelt worden. Vanity, Jaser, doppelt den A-Spot. Schauen tolles, schauen lang, kurz. Jaser, jawohl, trifft den ersten Shot gegen Kolor. Snyder, Maki, Deagle, P250. Maki verbrennt ein bisschen, 80 HP.
Am Ende aber leider keine Chance mehr. Jetzt die Balrog. 5A-Cast. Keine AWP. Da hat man erstmal kein Geld für. Jetzt hier auf Kurs mit dem ersten Defensiv-Smoke rein. Aronix. Aufgeteilt. Connector. Mitte. B-Short. Über einmal versuchen. Oh, schöner Boost auf kurz. Marki raus. Oh, Kohle auch eher geboostet auf kurz. Crispy schaut nochmal Richtung B lang. Jayzer ist da. Kazuya raus. Doppelte Überzahl. Ah, Jayzer piekt nochmal nach. Smoked, flasht Richtung Short. Kolo oben auf der Box. Aber Jayzer bleibt daneben. Snyder, auch er bekommt ins Gesicht. Und das lässt Crispy in einem einzigen 3. Bomb dann auf kurz. 18 Sekunden. Die Zeit reicht auf gar keinen Fall mehr. Keine Anschlussrunde. Es bleibt bei der einen einzigen. Wächst, führt 4-1. Crispy, auf kurz. Er muss mit der AK regeln. Er muss mit der AK abliefern. Ansonsten wird's relativ tricky für ESG. HNS raus. Piff mit einem Trade, paar Matcher mit rein, Überzahl zu Regen 4, sie müssen lang checken, müssen kurz nochmal checken. Crispy alleingelassen, wieder! Das reicht am Ende halt eben nicht. Gibt die erste taktische oder technische Pause aus dem Hause Aronix. Scheint bitter nötig, denn man hatte sich, glaube ich, den Start auf Overpass durchaus anders vorgestellt. Gibt das taktische Timeout aus dem Hause Vex Gaming sogar. Also ein bisschen überraschend, dass da jetzt die Schweden das taktische Timeout callen. Gibt die nächste AWP, die nächsten AKs. Oh, Quick City Steps in Richtung Kurs, also was durch, dass Maki durchgesteppt ist.
Marquis auf kurz. Ah, die Flashbang kommt nicht, aber dafür die Prediction Ability deutlich besser. Bislang noch kein Trade. Immer noch die Unterzahl. Snyder mit Pech im Connector. Quicks gedoppelt. Na, da konnte wenigstens Crispy einmal traden. Mit dem Boost verwendet den Fuß unten. Der weiß, dass kurz was durch ist. Oh, das ist bitter. Ah, oh, sie wissen Bescheid, die Schweden. Und das M3 natürlich ist eine entsprechend gute Möglichkeit und ein sicherer Vorteil. Crispy pusht lang durch. Kurz kommt mit. Kurzes frei, gibt ein erstes Smoke für den Bombplatz. Mitty ist raus, HNS, Piff, Close mit der Aug, pusht Richtung Bombplatz, ah, schnappt sich zwei, den dritten fast auch noch, Kazuya bekannt, 1 gegen 1, HNS weiß Bescheid, hat aber kein Kit, immerhin die Smoke für kurz. Diffuse jetzt einfach durch, ohne Kit, Molotov, ah, forst ihn zurück, das weiß Kazuya. Und er muss gar nichts mehr wirklich tun, er muss einfach nur abwarten. HNS steppt. Ah, weiß man jetzt. Jetzt Kit aufgenommen. Nochmal an Defused, durch Defused. Kazuya steppt auf kurz, aber Defused abgebrochen. Und ESG verschafft sich eine zweite Runde. Jetzt heißt es anknüpfen. Sie müssen dranbleiben. Sie dürfen hier nicht die Anschlussrunde abgeben. Oh, Crispy. Pech, aber zum Glück schon zu einem Connector. Schießt Richtung Holz. Snyder. Dem guten Riecher, aber da ist ganz schnell abgebrochen worden. Manity piekt nach, trifft einen Shot gegen Snyder. Währenddessen ESG lieber oder eher in Richtung Mitte, Richtung lang aufgeteilt aufbaut. Marquis auf kurz gespottet worden, gibt Granaten rein, Molotov, Flash, Prefire, Shot. Sie müssen aber nachladen, Quicks. Und das wäre eine Chance gewesen, vielleicht für Israel zusammen rumzukommen. Dreimal über kurz, einer über lang, gibt die nächste Flash hinterher. Jaser schaut mit der Hop. Und Kolo hat nur die Scout. Aber dafür steht Marky mit der AK brillant. Jaser, blind, lang. Oh, da kommt jetzt Kazuya mit der Galil in der Hand rum. Vanity piekt nach, sieht ein, sieht zwei, das ist Piff. Truckloss, Piff. Hat eine Flash. Oh, oben am Geländer. Snyder. Mit einer guten Info. Molotov rein. Piff kann nicht durch. Muss abbrechen. Und ohne Kit in der Hand wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Und er wartet. Hofft da vielleicht noch eine Waffe rauszunehmen. Aber die Möglichkeit gibt ihm ESG nichts. Es gibt also die dritte Runde und erfolgreiche erste Anschlussrunde für ESG. Und eigentlich eine gute Chance auf einen potenziellen Ausgleich. Ja, Vex hat kein Geld, muss sparen, gibt also nur Piff mit M4, Kevlar, Helm und einer Flash und dann der Rest hat Pistols. 5-7, Doppel-P250, der Deagle für Quicks. Und Piff geboostet. Schaut Richtung Connector, Richtung Röhre. Kolor mit der AWP ämter lang ab, den ersten Schuss einschlagen sehen. Snyder muss aufpassen, Connector steht, hat einen guten Riech, mit dem Motorrad erwischt, aber schafft's gegen Quicks. Da kommt noch einer, Jaser, sie doppeln das Ganze, schießen da durch, die Tür durch. Und das ist eine zweite Waffe für Vex Gaming, HNS weiß lang mit der P250, die Shots bislang nicht treffen können. Jaser oben an der Leiter wird noch abgeaimt, hört jetzt die Steps, Vex mit der Bombe.
Color auf die Close Distance gegen die AK. Er weiß, dass er oben drin steht. Molotov, nein! Oh, Chaser mit Pech pusht jetzt rein und Color bleibt am Leben. Vanity, Backstep. Oh, wie bitter. Maki, alle drei lang und kurz. Und da hat ESG Glück gehabt. Ja, dass Color oben mit der AWP eigentlich dachte, dass sich Jaser nach unten leider befindet, aber erstmal oben Klaus stand. Quicks, Mitte offensiv gepusht. Oh, ist blind, abgeaimt, way down, sitzt gerade so gegen Cole, ist noch zweiten, Kazuya, auf lang, mit Maki. Und die wissen, dass gebackstabbt wird, die wissen, dass sie schon kompromittiert wurden. Sekunden. Mitte ist weg. Urplötzlich. Ah, sie sneaken sich da weiter nach vorne. Quicks. Und der Backstep. Oh, der ist Gold wert. Die Granaten. Hört die Steps kurz und Toilet selbst. Quicks kann jetzt gleich zwei, drei Mann rausnehmen, schnappt sich den Bombencarrier und es ist Maki, mein Siegen 3. Brennt ein bisschen an. 16 Sekunden die Zeit. Na, könnte noch reichen. Er schnappt sich die Bombe, pusht Richtung Toilets rein. Die Flash sitzt nicht. Aber die Zeit ist um. Wieder der erste Schaden gegen Crispy in Kolo, beide auf 50 runter. Jaser hat da leider nur die Scout in der Hand, aber dafür haben sie M4s und AKs. Quicks im Connector, oh, schön zusammengespielt mit Piff. Vanity, kurz offensiv, weiß, dass der Kolo noch steht mit der AWP. Color. Richtung kurz. Sie haben noch 40 Sekunden auf der Uhr. Wenigstens ein bisschen. Vanity strafed kurz. Auf lang hinten hat das Ganze von Barrels im Blick. Und Color sneakt sich langsam rein. Na, trifft den Shot nicht. Und ESG, geh die Waffen durchbringen. Also kein Erfolg. Kazuya, Color, Waffen durchgebracht. Natürlich nur ein kleines Trostpflaster dafür, dass man die Runde nicht gewinnt.
Tricks. Wieder mit der Offensiv. Jaser auf langen ersten Band Vorteil. Ersten drei Vorteile für Vexkim. Die achte Runde scheint sicher. Tristy mit 80. Und es ist natürlich wieder Kolor mit der AWP. Aimt Mitte nach. Ah, schnappt sich den ersten an Quicks. Guckt nochmal lang hinten. Auch da den Anschuss gegen Piff getroffen. AK, AWP. 40 Sekunden. 2 gegen 3. Machbar. Durchaus machbar. Minity defensiv, 30 Sekunden. Na, springt mal, ist gesehen worden. Und die Infos sind Gold wert. Gerade jetzt, natürlich, wo es wieder in Richtung Rundenende tendiert. Gibt die ersten Granaten rein. Am Ende beide für Vanity. Achte Runde Vex Gaming. Aronix hat so ein bisschen die Magie verloren. Damit wir eigentlich ganz gut gegenhalten können. Nochmal Pistols only. Agent S schaut kurz, lang. Da kommen sie jetzt durch. Schnappen sich den ersten, den zweiten Trade für Maki Kazuya. Aber instant geht's die Antwort von Quicks. Wächst, lässt da nichts mehr anbrennen. Also ja. VB. Wieder relativ lässige Aufbau. Wollen wir hinten erstmal abgegeben. Quicks offensiv mit und da peak Kolo einfach geduckt rein. Natürlich, er muss das rechnen, dass er offensiv steht, aber hat er eben nicht auf dem Schirm gehabt. Maki brennt an auf kurz. Oh, unglücklich. Snyder, Crispy, Kazuya, Unterzahl. Piff offensiv auf kurz. Bekommt er also wichtige Info, sollten sie über Connector, über kurz gehen. Und Crispy, einfach Richtung 30 Sekunden. Kurz steht, Spot steht. Crispy blind. Gab ein erster Flash rein. Und Jaser mit der AWP verschießt. HNS muss nachsetzen. Überzahl jetzt für Aronix. Jaser mit 40. Close Distance. Snyder, oh, gepreferred, genoscoped mit der AWP und Crispy close hinten, aber Jaser macht's zum zweiten. Jetzt nochmal von Jaser den Shot.
durch die Wand durch. Theresa, Mitte. Versuch's wieder. Einfach mal blind durch die Smoke. Oh, HNSVB bleibt am Leben. Maki. Oh, durchs Holz durch. Aber wieder bekommt Aronix so viel Schaden. Und den können sie erstmal nicht traden. Den können sie einfach nicht traden. Slider, auch eher ein Connector und es ist das L4. Extrem starke erste Halbzeit bei Vexed Gaming. Was macht Aronix in der zweiten Hälfte? Sie brauchen die Pistolen-Rounds. Wir brauchen jetzt die Pistolenrunde, Aronix. Ansonsten ist hier ganz schnell Schicht im Schacht. Wächst mit 4 Mal Kevlar. Smoke, Doppel-Flash bei Quicks. ESG mit 5 Mal Kevlar. Ohne Granaten, ohne Kit, ohne große Pistols. Dafür 5 Mal die USP. Mitte kurz gepeat. Kazuya. Erstmal zurückgezogen, Langblatt offensiv. Snyder pusht unten den Connector durch. Oh, und die Schweden stehen oben an der T-Ramp. Erster für Crispy. Crispy will den zweiten haben, bekommt den zweiten Headshot. Wir müssen jetzt pushen, müssen jetzt traden. Crispy immer noch mit der USP gefährlich den dritten Headshot gesetzt. Bombe ist down, Jaser umläuft, gibt ein bisschen Schaden gegen Crispy, aber Crispy zum vierten. Und das ist nur noch Piff und der hat sich immerhin Richtung B durchgemacht auf die Long Distance gegen die USP. Machtlos. Es geht in die Pistol Eco Round, somit eine eigentlich sichere Runde für die Jungs von ESG. Chaser, MP9, oh, lässt sich Zeit. Nur sie müssen die Ecke eigentlich checken. Jaser, jawohl, schnappt sich eine Farmers. Kazuya. Da, ein bisschen. Unglücklich. Am Ende aber chancenlos. Wenigstens ein bisschen Geld gemacht. Das ist wenigstens etwas.
Jetzt die erste Barrot. AWP für Jaser. AKs, Flashes, Smokes, aber keine Granaten, keine Molotovs. Quicks, Mitte. Hinten als Backup für HNS. Falls man da... Bäume bekommt. Snyder raus. Wenn ihr hier mit FAP hat, Glück. Wahnsinnig viel Glück. HNS immer noch low HP. Crispy, Kazuya, Kolo. Kolo hinten an der Bank. Ah, muss aufpassen, wenn nicht entsprechend abgeaimt wird. Crispy. Und würden Sie wissen, ESG, dass man hier mit 4, 59 noch left hat, hätte man, glaube ich, in Richtung noch probiert. Jaser aimt noch ab, bleibt hinten auf dem Spot drauf, schaut doch mal Richtung Stairs. Oh, hat ein schlechtes Ding, ESG hat kein Kit. Oh, hätte man jetzt ein Kit bei Crispy, hätte man vielleicht noch defusen können. Aber es ist die 12. Es ist die 12. Snyder, Meter wieder offensiv. Oh, der Smoke Gap! Aber keine Chance gegen Vanity! Kolo, kurz, lang, 1,20 in der Einmann-Unterzahl. Und die haben vielleicht Glück, dass Vex nicht mehr so viel gerade in der Hand hat. Noch eine Smoke, noch eine Nade, noch ein Molotov. Da hat ESG mehr gerade in der Hand und Crispy kann hinten von kurz zum Connector aus einfach hochgehen, einfach den ersten Mann, den ersten Trade setzen. Tricks raus, Vanity. In einem 1 gegen 3 schnappt sich Maki. Er weiß, an der Bank steht die AWP. Schafft's unten mit 20 HP. Erste geprefired. Gone close, aber Kolor. Ah, Kolor macht's möglich. Diffuse ist durch, auch ohne Kit. Mit der Chance auf eine Möglichkeit, da jetzt wieder ein paar Runden gut zu machen, denn mit nur einer Runde in Folge gibt es entsprechend keine zweite Bar-Round bei Vex selbst, nämlich mit Pistols, eine Deagle, ein paar P250s, aber mehr halt nicht. Snyder, auf kurz, schön gemacht. Na, Kazuya, weiß, dass lang was steht, flasht nochmal nach. Die Deagle unten, Kazuya piekt rein, einfach reckless mit der AK Headshot sitzt und es ist nur HMS oben mit PT50. Und auch der bekommt keine Möglichkeit mehr.
Chaser. Kurz durch. Wieder der Ballround. Die Granate ist gut. 50, 70. Und Marky schafft fast zwei Trades. Da muss Christy nicht wieder nachhalten. Dann haben wir die AKF Long Distance das Nachsehen gehabt. Snyder im Heaven. Beine mit Kazuya. Komm über Heaven, über CT. Drop jetzt runter. Kazuya rechts in der Kante gekannt. Snyder mit 5 HP ist One-Shot. Kazuya ist raus. Und auch hier gibt's erstmal keine Runde mehr für Aronix. Also es ist dann hin und her mit Runden. Es waren jetzt mal 2 in Folge für ESG, aber eben wieder eine für Vex Gaming. Sollte es weitergehen, wäre Vex früher auf der 15-16 als ESG. Mitte gibt's Flashes rein. Ja, Crispy auf kurz rausgenommen. Erster Trade für Vanity. Kolo immer noch Toilets mit der AWP. Und da muss man aufpassen. Snyder ist bekannt. Jaser ebenfalls. Und geprefired. Quicks raus. Kolo on spots. Muss lang kurz aufpassen. Connector, Vanity. Oh, das Glück gegen Kazuya. Kolor allein gelassen. Und er muss das eigentlich holen. Er muss das eigentlich machen. Versucht's mit der AWP. 10 Sekunden. Bombe läuft auf A. Gute Möglichkeit für Kolor. Bombplant geht durch. Kolor scoped. Hört hinter sich die Steps, um die Bombplanter zu pushen. Schnappt sich die AK, aber viel zu spät. Snyder, Maki, Kazuya, Kolo mit SMGs, Chris die Piste gehabt, direkt raus. Immerhin ein bisschen Schaden gegen Vanity. Auch wenn es nicht viel ist. Auch wenn es nicht viel ist. Kazuya auf 40. H&S gegen den A-Spot und das sind Maki, Kazuya. Ah, beide unten auf dem B-Spot, dann pusht kurz durch. Maki mit gutem Schaden, jawohl, 2 Trades. Und verliert dabei kein einziges HP. Sie haben eine AWP, sie haben eine AK. Kazuya für Long Distance. Quick Sanity. Beide defensiv, Stairs, Bank. Kazuya pusht rein. Oh, Kazuya raus. Vanity 1 gegen 1. Hat kein Kit. Maki bricht ab. Defused nochmal an. Hoho. Und beim zweiten Mal kommt er einfach durch. Sieben Map Points wächst Gaming und Aronix, das sah am Anfang doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber man konnte eben einfach nicht ankippen, konnte diese Leistung nicht aufrechterhalten.
Mann, sie haben selbst in der zweiten Runde 4 aus den ersten 5 geholt. Also ordentlich was gut gemacht. Und nochmal, 3 SMGs, eine Pistol für Crispy, eine M4 für Marky, aber wieder kein Kit. Und die pushen jetzt, doppeln aus Connector, aus Gurz und machen das gut für Close Distance. Und das ist H&S, alleingelassen, Bombe hinten defensiv und er hört die Steps nicht auf. Gurz, der weiß Bescheid, H&S hat eine Möglichkeit, wenn sie ihn hier One-by-One reinlaufen, aber nicht, wenn Cullen den Fokus nach oben aufrechterhält. Colo, Mitte, schöner First Peak. Da wird gepusht, Piff, Snyder. Und Colo, den Shot trifft er nicht, dafür gibt es eine AK und eine M4. Colo blind, das ist die Chance schlechthin, Colo! Oh, da haben müssen, der letzte deutlich einfacher gewesen, aber Crispy ist da, kann regeln. Huiuiui, knappe Runden. Und Doronix hangelt sich hier von Runde zu Runde. Snyder, wieder Connector. Jawohl, diesmal in die Pistols. Schaut das deutlich einfacher aus. Ja, am Ende gibt es keinen einzigen Verlust. Stark gemacht, na klar. Gegen nicht allzu viel, was man da in der Hand hatte. Nächster Barond wächst Gaming. Team wieder Klaus am Base von allen 5 Mann. Hinten doppelt, trippelt man das Ganze. Oh, Crispy mit 30 Kazuya durch die Smoke. Snyder mit Backstep. Oh, Spade rein, Bombe bekannt. Bei den letzten beiden kurz, Quicks VNT. Und ESG hat die Bombe in der Hand. Da müssen sie jetzt wirklich durchgehen. Quicks auf 60, VNT ebenfalls runter auf 30 und ein 2 gegen 2. Machbar. Ja, durchaus lösbar. Kolom, der AWP. Kann nachsetzen, wenn die Bombe der Hand 50 Sekunden geht nach oben Richtung A-Spot. Und das ist ebenfalls ausspielbar für Vanity. Stellt sich Richtung lang. Hat keine Granaten, nur das Aim. Snyder, Kolo noch, Doppel-Molotov, 3 Flashes und das Smoking. Beide mit Kids. Na, sie können sich vielleicht Bank, Stairs weg, Molo und einfach defusen. Bombe liegt offensiv am Truck. Na, eigentlich eher für Stairs geplantet als für Lang, nur sie müssen mit Lang rechnen. Venti zum ersten, Venti den zweiten gesehen, einfach Zeit spielen. Einfach abwarten, hört die Steps links, rechts, Kolo, die Zeit reicht nicht mehr. Oh, wie bitter ist das denn? 16-11, 2-0, wächst Gaming.